So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt mit einer neuen Kritik, denn ich habe mir Der letzte Wolf jetzt angeschaut. Und ja, das ist ein Abenteuerdrama mit einer Geschichte, die 1967 spielt in China nach einer wahren Begebenheit. Und was der Film so kann, das erfahrt ihr jetzt. Chen ist Student aus Peking und soll in die Mongolei, um dort einem Stamm das Lesen und Schreiben beizubringen. Als er dann im Grasland dort ankommt, ist er erstmal überwältigt von der ganzen Atmosphäre und der Natur und beschließt dann kurzerhand mehr darüber erfahren zu wollen. Und da bekommt er auch dann Unterstützung von dem Stammesältesten, der ihm dann die Natur näher bringt und die Wege, wie sich das Ganze so im Gleichgewicht hält, unter anderem auch mit dem Wolfsrudel, das dort ist. Und da kommt dann allerdings die Regierung ins Spiel, denn die will natürlich, dass die dort auch ein bisschen was für die tun. In dem Fall ist es so, dass die im Grasland den Wolfsbestand minimieren sollen bzw. kontrollieren sollen. Und dafür sollen sie dann in diesem Jahr aber extrem viele Wolfsjungen töten. Und das hat natürlich die Folge, dass die Wölfe dann sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise rächen wollen. Chen findet das Ganze natürlich nicht so gut, will dann ein Wolfsjunge retten, schafft das auch und zieht es im Geheimen dann groß. Und das ist so in etwa die Grundstory, weil Wölfe gelten dort als wilde Tiere, die soll man nicht zähmen, weil das denen ihr Gott so will. Und ja, es ist so ein Zwiespalt, es ist sehr schwierig, jetzt mehr über die Geschichte zu sagen, aber es ist sehr interessant erzählt, so viel kann ich schon mal sagen. Der Cast ist gut besetzt, wenn man allerdings auch keinen aus der Besetzung kennt. Also das sind alles chinesische Schauspieler, die kennt man nicht, aber sie können überzeugen. Also es funktioniert, es passt und ja, technisch muss man sagen, ist der Film echt gut gemacht, sehr viele schöne Landschaftsaufnahmen, aber was viel interessanter ist, nämlich wie sie das hingekriegt haben mit den Wölfen. Also ich weiß nicht, ich schätze, sie sind nicht animiert, dafür sehen die viel zu realistisch aus. Aber es sieht einfach echt krass gut aus, wie die diese Wölfe eingefangen haben, ob es jetzt Showwölfe sind, ob es echte Wölfe sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es sieht richtig gut aus und sie haben da echt tolle Aufnahmen draus gemacht und ja. Deswegen komme ich auch schon zu meinem Fazit. Der letzte Wolf ist nach einer wahren Begebenheit und es geht wirklich um diesen Wolfsbestand, wie der kontrolliert, wie der kontrolliert werden soll, was da für Konsequenzen ist, wie sich auch die Regierung dann irgendwie so in das Grasland mit einmischt und dort plötzlich nicht mehr alles nur Natur ist. Und die Geschichte ist sehr beeindruckend erzählt, allerdings zieht sie sich so ein bisschen auf etwas über 2 Stunden, ist ein bisschen lang für den Film. Aber der Hauptcharakter, der trägt auch echt sehr viel und das ist auch echt gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Und deswegen kann ich den Film euch wirklich nur empfehlen. Allerdings, ihr müsst euch wirklich darauf einlassen. Es ist sehr wenig Action drin, wenn fast gar keine. Es ist eher so eine Art Drama mit halt so einem Abenteueraspekt. Und deswegen lasst euch wirklich darauf ein. Sonst findet ihr den Film doof. Ich fand ihn echt cool, weil ich habe mich darauf eingelassen und ja. Deswegen kann ich nur sagen, könnt ihr euch mal angucken und in diesem Sinne bin ich am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, ein Abo zu geben, um kein Video mehr zu verpassen. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!